Die Menschen in Bremen sind schockiert. Am Rand eines Sportplatzes in Kröpelingen liegt ein 15-jähriger Junge, übersät mit Messerstichen. Warum er sterben musste, muss jetzt die Mordkommission klären. Ein 15-Jähriger ist tot. Offenbar das Ende eines Streits zwischen ihm und vier Bekannten. Passanten fanden den Jugendlichen gestern auf diesem Sportplatz blutüberströmt mit zahlreichen Stichverletzungen, bewusstlos. Die sofort zugerufenen Rettungskräfte und die Polizei blieben mit den Reanimationsbemühungen leider erfolglos, weshalb der Junge noch am Auffindeort verstorben ist. Die Mordkommission ermittelte auf Hochtouren mit Erfolg. Drei junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren und ein 17-jähriges Mädchen wurden festgenommen. Nach einer Party mit jeder Menge Alkohol kam es offenbar zum Streit. Das Opfer wurde zunächst mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt. Um die Tat offenbar zu vertuschen, erstachen zwei Täter den 15-Jährigen wenig später. Zunächst sah es gestern so aus, als tappe die Polizei bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Der Sportplatz grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet, doch es schien niemanden zu geben, der irgendetwas gehört, irgendetwas gesehen hatte. Die Nachbarn unter Schock. Hier? Nee. Auf dem Sportplatz? Nee. Ich wusste nicht. Ich krieg nichts mit. Das tut sehr, sehr weh. Hier in Tura? Direkt da, wo die Leute direkt stehen. Oh Gott. Direkt. Gegen drei der vier Jugendlichen hat die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts und versuchten Totschlags erlassen.